Hören Sie zu. Ich wurde beauftragt, Ihre Kundgebungen zu verhindern. Nein, Sie müssen mich anhören. Die Bewohner dieser Stadt brauchen dringend Ihre Hilfe. Ah, Sie sind Jacob Fry, oder nicht? Und Miss Fry? Sie haben uns etwas voraus, Karl Marx, genau wie Sie bin ich eine Art Aktivist. Sie sehen aus, als würden Sie etwas von uns wollen. Jawohl. Sie haben zuletzt mehr für Londons Bürger getan als jede andere Unternehmung in den letzten 10 Jahren. Aber diese Bürger waren bereits relativ gut versorgt. Ich fordere Sie heraus, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen, der Arbeiterklasse. Interessante Herausforderung. Wir akzeptieren. Sollten wir über solche Dinge nicht wenigstens mal reden? Was soll's? Wir akzeptieren. Ich organisiere ein diskretes Treffen mit gleichgesinnten Freunden, um über Gewerkschaften zu sprechen. Leider hat die Polizei von meinem Vorhaben erfahren. Sie folgt mir wie die Fliege den Exkrementen. Wie dem auch sei, ich brauche Hilfe, um zu dem Treffen zu gelangen, ohne dass die Polizei uns dazwischen kommt. Komm schon, alte Stute! Sonnenuntergang am üblichen Ort. Ich bin da. Wissen Sie, ich hatte ähnliche Probleme mit der Polizei in Paris. Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Unser nächster.
Nächster Verbündeter erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitze vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist. Ich hab sie gesehen, Miss! No! Stehen bleiben! Everywhere. You won't take me. I beg you, let me live. Der übliche Ort. In einer Stunde. Ich komme, Mr. Marx, Sir. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Warum komme ich nicht rüber und erteile dir meine Lektion? Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nur wenn sich die Arbeiter frei und in voller Stärke zusammentun, können wir die Reformen durchsetzen, die wir mit Sicherheit verdient haben. Darf ich Sie bitten, bis zum Abschluss des Treffens in der Nähe zu bleiben? Ich fürchte, es könnte zu Problemen kommen. Wie ich sagte, Marx wird hier sein. Er hat es mir selbst gesagt. Und jetzt zu meiner Bezahlung. Du kriegst deine 30 Silberlinge, keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ich will ihm ins Gesicht sehen und fragen, warum er uns in den Rücken fällt. Was zum Teufel? Was hat sie vor? She's playing a game. Yeah.
Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Ganz ruhig, dann tue ich dir nichts. Vorwärts! Hopp, hopp, hopp! Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Machen wir einen Spaziergang. Gut so. Gutes Mädchen. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. What is the commotion? I will tell it to you now. The coin, you know, is always on the wheel. Simon, mein Freund, was bringt dich dazu, so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt.